Es gab ja, ich glaube, sechs verschiedene, wie hießen die, sechs verschiedene, nicht Kommissionen, sondern Themenschwerpunkte, also Themenbereiche. Und es war auch für die CDU und besonders für Frau Wilms, die war ja damals die Obfrau der Gruppe, war das von Anfang an wichtig, nun als stramme Katholikin, dass die Kirche ein Themenfeld besetzt. Das war noch schon vor meiner Zeit. Und dass auch die Leute wie Gerd Poppe oder Meckel oder Gutzeit, auch Hermann Weber gesagt haben, also ohne die Kirche ist hier nicht. Ja, denn die ist eigentlich die Konstante gewesen im ganzen DDR-Ablauf. Von daher war das klar und ich hatte gleich gesagt, dass ich mich darauf verstehe, mein Wissen einzubringen, aber ich bin nicht sattelfest und ich brauche dringend jemand an der Seite, der mir zuarbeitet, weil ich ja dann immer von Berlin nach Bonn einfliege und habe kein Büro da. Also ich brauche auch Zuarbeit. Das war von Anfang an aber gesichert, dass jeder Sachverständige in dem Büro der Enquetekommission einen Referenten oder einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin hatte, der oder die half. Es gab einmal, wie gesagt, diesen Berichterstatterkreis. Da haben wir im Groben die Themen festgelegt. Dann hat Peter Maser, mit dem ich damals schon sehr, sehr eng und fast freundschaftlich zusammen war, mit mir viel und oft telefoniert oder hat mir Listen geschickt und gesagt, so nach meiner Kenntnis würde ich die alle favorisieren. Und dann habe ich gesagt, na, ich würde aber gerne hier noch diese und diese haben. Und dann haben wir gemeinsam Referentenlisten und Expertisenlisten, also Listen von Menschen, die eine Expertise anfertigen, zusammengestellt. Die haben wir dann in der Berichterstattergruppe vorgetragen. Und wenn die gesagt haben, jawohl, ist okay, also heißt ja immer mit SPD, Grüne und Linke, dann ging das auch in unserer CDU-Fraktionsgruppe durch. Es gab vor den Plenumssitzungen der Enquetekommission abends jeweils Begegnungen in den Parteifraktionen. Und dann gab es diese Berichterstattergruppen, wo Vertreter der unterschiedlichen Parteien zusammensaßen. Und da haben wir Themen festgelegt und da konnte dann auch die SPD sagen, also zu dieser Expertise brauchen wir dringend jetzt zum Beispiel Axel Noack, der auch in der Konferenz der Kirchenleiter mit mir saß und der also eine deutliche Affinität zur SPD hatte. Während die CDU sagen konnte, also hier würden wir gerne, sagen wir mal, Ewald Jüngel haben, einen Professor, der eine nähere Beziehung zur CDU hatte. So wurden ein bisschen auch nach Proportionen die dann Referenten ausgesucht, die wir eingeladen haben. Dann wurden sie angeschrieben, das hat alles dann das Sekretariat gemacht. Also Maser mit den anderen Menschen, die haben sich dann auch nochmal ausgetauscht, denn es gab ja Leute wie zum Beispiel Richard Schröder, auf denen war ja nicht nur die Kirche scharf, eine Expertise zu bekommen, sondern auch die Menschen, die sich mit Pädagogik oder mit Philosophie oder mit Universitätswesen oder so beschäftigt haben, so dass man dann auch sagen musste, kriegst du ihn oder kriegen wir ihn, ja oder sowas. Also da musste man sich ein bisschen abstimmen. Es war schon so, dass wir gerne Leute wollten, deren Affinität zum DDR-Staat nicht zu groß gewesen ist, denen wir eine objektive Berichterstattung zutrauten, denen wir auch vielleicht nachträglich noch helfen wollten, eine Stimme zu bekommen, also aufzuschreiben, worunter sie gelitten haben oder wie ihre Biografie war oder was sie erlebt haben. Aber auch brauchten wir ja, sagen wir mal, Experten. Und es wurde vieles zur Normalität. Nachgearbeitet waren die vielen Texte. Ja, ich kriegte die ja alle zur Begutachtung. Und da war mir Peter Maser ein unglaublich wichtiger Partner. Also so 60 Seiten, eine wissenschaftliche Ausarbeitung zu den Luther-Ehrungen. Da musste ich mich schon darauf verlassen, dass er sagt, also das ist hier erste Sahne.